Wusstest du, dass man intelligente Menschen unter anderem daran erkennen kann, dass sie wesentlich weniger Freunde haben als andere? Klingt paradox, ist aber so. Wer mit mehr Verstand und einem höheren IQ durchs Leben gehen darf, tut dies bevorzugt allein. Maximal ein kleiner, handverlesener Kreis an engen und meist langjährigen Weggefährten finden Platz an dieser exklusiven Tafelrunde. Mit Arroganz oder Überheblichkeit aber hat diese Haltung nichts zu tun. Kluge Köpfe sind nur überwiegend mit sich und ihren Ideen beschäftigt. Da bleibt kaum Zeit, um neue Leute kennenzulernen. Aber es hat noch andere Gründe, warum die Smarten ihre Bahnen bevorzugt allein ziehen. Welche das sind, das verraten wir dir in unserem heutigen Video. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Ein kleiner, aber feiner Kreis genügt Ihnen. Es ist nicht so, dass kluge Menschen gar keine Freunde haben. Sie haben nur weniger. Meistens handelt es sich dabei um echte Langzeitfreunde, die Sie teilweise schon aus Kindheit und Schulzeit kennen. Diese Menschen haben sich sozusagen bewährt und Ihnen all die Jahre hindurch die Treue gehalten. So etwas verbindet und wird von den intelligenten Überfliegern auch durchaus mit Loyalität honoriert. Nummer 2. Ihre Meinung unterscheidet sich häufig von der der anderen. Kluge Köpfe sind meistens eher zurückhaltend mit ihren Wortspenden. Sie zählen nicht zu denjenigen, die eine Unterhaltung mit Gewalt an sich reißen oder dominieren wollen. Aber sie stehen zu ihrer Meinung. Nicht selten jedoch unterscheidet sich diese grundlegend von der der breiten Masse. Auch das schreckt eher ab, als dass es neuen Bekanntschaften förderlich wäre. Nummer 3. Sie hören lieber zu, als zu sprechen. Aktives Zuhören ist nichts, das smarte Persönlichkeiten erst lernen müssen. Sie genießen es sogar, anderen das Wort zu überlassen, weil sie wissen, man lernt immer und überall etwas. Man muss nur dazu bereit sein. Das wiederum lässt sie introvertiert, distanziert und zurückhaltend erscheinen. Nummer 4. Ihre eigenen Ziele und Projekte stehen im Vordergrund. Während die meisten Menschen unbedingt ihresgleichen brauchen, um Unterhaltung und Entertainment genießen zu können, genügen sich die Klugen hier voll und ganz selbst. Sie haben so viele Interessen und Ideen, dass der Tag ohnehin zu wenig Stunden hat, um allen davon gerecht zu werden. Nummer 5. Sie sind sehr vorsichtig mit neuen Bekanntschaften. Intelligenz ist ein guter Ratgeber, auch im zwischenmenschlichen Bereich. Die meisten klugen Köpfe haben diesbezüglich schon Lehrgeld gezahlt. Sie merken sich schlechte Erfahrungen mit Menschen ein Leben lang und agieren in Zukunft dementsprechend vorsichtig. Lieber lassen Sie sich Zeit beim Kennenlernen neuer Kontakte, als sich ein weiteres Mal die Finger zu verbrennen. Nummer 6. Die Meinung der anderen ist für Sie nicht so wichtig. Es ist unglaublich befreiend, keinen Wert auf die allgemeine Meinung zu legen. Die Schlauen haben das schon lange begriffen und geben keinen Pfifferling darauf, was andere wohl über sie denken könnten. Sie ziehen daher ihr eigenes Ding durch, ohne Rücksicht auf die Außenwirkung oder die Gerüchteküche. Wer mit sich selbst ein gutes Einvernehmen pflegt, braucht auch keine Bestätigung durch Dritte. Applaus, Lob und Komplimente sind nicht vonnöten, wenn man seinen Wert kennt. Nummer 7. Auf Drama können Sie gut verzichten. Ein interessantes Detail im Zusammenhang mit intelligenten Menschen ist dieses. Sie haben eine regelrechte Aversion gegen Dramen aller Art. All diese gekünstelte Aufregung, die Skandalisierungssucht, der öffentliche Aufschrei und das Hochschaukeln einer Mücke zum Elefanten ist ihnen abgrundtief zuwider. Sie schätzen ein ruhiges, geordnetes Leben und geben Fakten stets den Vorzug vor Gerüchten und aufsehenerregenden oder gar skandalträchtigen Halbwahrheiten. Nummer 8. Sie haben keine Angst, etwas zu versäumen. Im Gegensatz zu oberflächlichen Gemütern haben die Klugen keine Angst davor, dass ihnen etwas entgehen könnte, wenn sie weniger unter Menschen gehen. Sie haben andere Prioritäten. Man kann sie üblicherweise weder für Trends noch für andere Massenphänomene begeistern.
Alles, was zu sehr gehypt und angepriesen wird, weckt eher die gesunde Skepsis in ihnen. Nummer 9. Ihre Sozialkompetenz macht ihnen gelegentlich zu schaffen. Nun kommen wir zu einem Punkt, der ein wenig das Klischee der Hochbegabten bedient. Sie gelten allgemein als schwer zugänglich und seltsam. Erschwerend kommt aber noch hinzu, dass ein hohes Maß an Intelligenz nicht immer mit Social Skills einhergeht. Wie man mit Menschen umgeht, was das Gebot der Höflichkeit so alles vorschreibt und was im Miteinander völlige No-Gos sind, erschließt sich den Klugen nicht immer. Nummer 10. Auf manche Menschen wirken sie einschüchternd. Intelligenz kann auch ein Fluch sein, jedenfalls im Übermaß. Andere Menschen lassen sich schnell einschüchtern und vergraulen, wenn jemand derart schnell im Denken und geistig rege ist. Wir Menschen fürchten grundsätzlich alles, was wir nicht kennen. Und hochintelligente Leute treffen wir zweifellos nicht oft in unserem Leben. Nummer 11. Einsamkeit ist ihre Insel der Seligen. Smarte Zeitgenossen brauchen keine Mitmenschen, um glücklich zu sein. Sie genießen das Alleinsein ganz besonders und in vollen Zügen. So etwas wie Einsamkeit kennen sie gar nicht. In ihrem Kopf ist immer jede Menge los. Ideen und Geistesblitze leisten gute Gesellschaft. Unser heutiges Fazit: Ein kluger Kopf hat schon fast alles, was er braucht. Es hat zweifellos viele Vorteile, als intelligenter Mensch durch diese Welt zu flanieren. Einer davon ist dieser. Man hat weniger Bedürfnis nach sozialen Kontakten, weshalb man auch weniger Gefahr läuft, die Einsamkeit kennenlernen zu müssen. Schlaue Leute lieben es, allein zu sein. Auf manche ihrer Zeitgenossen wirken sie daher immer ein wenig seltsam. Und ein hohes Maß an Intelligenz schreckt ebenfalls viele ab. Nicht immer sind die geistigen Überflieger auch talentierte Networker und Salonlöwen. Ihre Sozialkompetenz kann manchmal sogar unterirdisch sein, was das Kennenlernen nicht gerade begünstigt. Den Schlauen ist außerdem alles zuwider, was irgendwie in ein Drama ausarten könnte. Sie kümmert die Meinung der anderen nicht. Und was gerade in oder angesagt ist, interessiert sie auch nicht. Wer klug ist, hat immer mehrere Eisen im Feuer, die es zu schmieden gilt. Solche Menschen vergeuden ihre Zeit nicht mit oberflächlichen Zerstreuungen. Und was Freunde betrifft, so gilt seit jeher, weniger ist mehr. Sie schätzen ihren exquisiten, handverlesenen Freundeskreis sehr und würden für diesen auch so einiges riskieren. Diese Menschen wollen sie in ihrem Leben, brauchen aber tun smarte Leute niemanden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.